Eines ist klar, die Inflation ist viel, viel zu hoch und eigentlich müssten die Notenbanken die Zinsen deutlich und stark anheben. Aber die Schulden sind auch zu hoch. Wenn ich also die Zinsen zu stark anhebe, dann sorge ich dafür, dass diejenigen, die verschuldet sind, explodieren, weil ihre Zinskosten, ihre Kreditkosten massiv steigen. Auf der anderen Seite kann ich nicht zusehen, dass die Inflation einfach weiterläuft. Also, was werden die Notenbanken tun in dieser Wahl zwischen Pest und Cholera? Wahrscheinlich werden sie den Mittelweg gehen. Alexander Kluge hat gesagt, in Elend und Not bringt der Mittelweg den Tod. Und das dürfte den Notenbanken auch passieren. Nach meiner Auffassung werden sie die Zinsen anheben, aber nicht so stark, wie es eigentlich zur Bekämpfung der Inflation notwendig wäre. Und auf der anderen Seite werden sie vor allem in Gestalt der Fed die Bilanzsumme reduzieren und damit die Assetpreise nach unten bringen. Das ist das, was uns bevorstehen dürfte. Und wir wollen uns die Chance im Einzelnen mal anschauen. Mohamed El-Erian, ehemals PIMCO, jetzt Allianz, hat gesagt, also die Fed hat natürlich ein riesen Glaubwürdigkeitsproblem, weil sie die Inflationsdynamik völlig falsch eingeschätzt hat. Das gilt genauso, wenn nicht viel krasser noch für die EZB. Man hat ja lange, lange Zeit von Transitory gesprochen. Dann hat man ein riesiges Zeitfenster verpasst, wo man diese Geldpolitik ein bisschen hätte straffen können, um die Inflation schon zu bekämpfen. Jetzt haben sie leider die Kontrolle über das Narrativ verloren. Sie haben also letztendlich jetzt komplett die Situation verkehrt eingeschätzt, sind jetzt weit, weit hinter der Kurve und wissen nicht genau, was sie tun sollen. Schauen wir uns diese Grafik von Octavio Costa mal an. Der zeigt, zunächst mal oben haben wir Government Debt to GDP, also das Verhältnis zwischen den Staatsschulden und dem BIP der USA. Man müsste eigentlich noch die Haushaltsschulden und die Unternehmensverschuldung mit reinnehmen. Dann kommen wir auf 88 Billionen Dollar. Wenn da die Zinsen auf 5% ansteigen, dann haben die Amerikaner, haben amerikanische Firmen, amerikanische Konsumenten, auch der amerikanische Staat ein Riesenthema. Also was tun? Man muss irgendwie schauen, dass es anders geht. Unten in der Mitte sehen wir dann Adjusted Price to Earnings Ratio, also praktisch die Bewertung des Aktienmarkt, und unten sehen wir die Inflationsdynamik, die sich hier aufgespult hat. Und hier sagte Octavio Costa zu Recht, ja, wie kannst du die Inflation bekämpfen, ohne dass die Kosten für Kapital nach oben gehen, mithin also die Zinsen nach oben gehen. Beides wird nicht gehen. Das heißt, entweder ich bekämpfe die Inflation, dann werden die Zinsen steigen und damit die Kosten für Kapital, oder ich tue es halt nicht, dann wird die Inflation weiter steigen, weiter sehr hoch bleiben mit den gesellschaftlichen Verwerfungen, die damit verbunden sind. Jetzt sind schon erste Thesen an der Wall Street raus, die sagen, naja, die Fed ist jetzt richtig unter Druck, der Arbeitsmarkt ist fast schon zu stark. Wir haben eine Arbeitslosigkeit von 3,6% jetzt gesehen in den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Jetzt wissen wir durch den Jobs Report, dass etwa 5 Millionen mehr offene Stellen vorhanden sind als offiziell Arbeitslose. Das heißt, die Arbeitslosenquote dürfte noch weiter steigen. Joe Biden sagt, der Arbeitsmarkt ist super, da freut er sich drüber, aber wir müssen die Kosten, die Inflation nach unten kriegen, und die Märkte preisen, wie wir unten in dieser Grafik sehen, 9 Zinsanhebungen noch in diesem Jahr ein, nämlich 0,25er Schritte oder insgesamt eben 9 mal 0,25. Und dann 4 Zinssenkungen ab 2023/24, weil die Fed damit die Wirtschaft in eine Rezession bringt. Und es gibt viele, die sagen, Mensch, die Fed macht einen Fehler, zum Beispiel Cathie Wood. Warum sagt sie das? Schlichtweg, weil ihre ganzen Werte, die sie im Portfolio hat, diese unprofitablen Tech-Unternehmen, nicht gut laufen, wenn die Zinsen steigen. Das ist genau ihr Thema, deswegen hält sie das natürlich für einen Fehler. Meine zweitbeste Freundin. Ja, man ist oft eben dann doch sehr in seinen eigenen Kleidern und denkt nicht über den eigenen Bauchnabel hinaus. Faktisch muss die Fed agieren, muss etwas tun, und der Grund ist hier dieser. Das real verfügbare Einkommen in den USA fällt jetzt unter den Trend, und dieser Trend wird immer schlechter.
Wir werden am 12. April, also am Dienstag nächster Woche, dann die neuesten CPI, die neuesten Inflationsdaten aus den USA bekommen. Man munkelt, das wird schon zweistellig. Die Löhne allerdings steigen nicht zweistellig. Das heißt, die Amerikaner verlieren Kaufkraft. Deswegen sagt Joe Biden, wir müssen diese Inflation bekämpfen, damit die Leute nicht aus dem Konsum kippen. Denn das ist natürlich für die Konsumwirtschaft USA eine echte Katastrophe. Also was tun? Pest oder Cholera? Hier sehen wir mal, dass wir ja jetzt am Freitag und in der letzten Woche insgesamt eine Invertierung der Zinskurve gesehen haben. Das setzt sich heute übrigens deutlich fort. Die 2- und 10-Jährige mit 13 Basispunkten invertiert, also 0,13%, ist schon heftig. Die simple Message, sagt Luca Paolini, ist, dass diese Yield Curve Inversion das anzeigt, nämlich dass die Anleihen besser laufen werden als die Aktien innerhalb der nächsten 5 Jahre. Ist kein kurzfristiges Timing-Instrument, aber vielleicht übergeordnet mal nachdenken. Wir sehen, dass die Anleihenmärkte ziemlich ausverkauft sind und die Aktienmärkte dagegen ziemlich überkauft nach dieser massiven Rallye. JP Morgan hat das mal so auf den Punkt gebracht. Wenn wir jetzt mal die Situation der Aktienmärkte, der Märkte insgesamt uns anschauen. Growth is good, also das Wachstum ist gut, but it's slowing, aber es nimmt ab. Wir haben Policy is easing, also Geldpolitik ist easy. Notenbankpolitik ist ja noch sehr lax, Fed gerade einmal die Zinsen angehoben, but it's tightening, also es wird straffer. Die Inflation ist hoch, but it's set to moderate, aber sie dürfte sich abschwächen. Erstmal noch nicht zumindest, solange dieser Ukraine-Krieg andauert. Ist das wohl schwer zu prognostizieren. Jedenfalls sehen wir in dieser mittleren Grafik, dass wir in einem Late Cycle sind, sehr wahrscheinlich, also in einem späten Aufschwungzyklus. Und jetzt ist die Frage, was tun an den Märkten? Hier sagt ein Hedgefonds-CIO, verkauft die neuen Hochs, weil die Story, über die wir bald sprechen werden, ist Rezession, ist also die Schrumpfung der Wirtschaft. Andere verweisen auf die Performance im April und die ist ja durchaus positiv in den letzten Jahren gewesen. Ich glaube, in den letzten, seit 2009 nur ein einziges Jahr, 2012, das im April negativ war. Das liegt auch vor allem an Steuerfragen, Tax Filing. Wir sehen in den USA, wir sehen, dass vor allem am Anfang des April und in der Mitte des April in der Regel die Dinge ganz gut laufen für die Aktienmärkte. Im DAX ja auch die Dividendensaison April, Mai. Aber kurzfristig sind wir eben sehr stark nach wie vor überkauft. Wir haben nach wie vor negative Trends. Wir sind etwa beim Nasdaq jetzt an wichtige gleitende Durchschnitte gelaufen, davon abgeprallt. Volume is declining. Wir sehen sehr, sehr schwaches Volumen von Anfang an bei dieser Rallye. Also da ist nicht viel Dampf dahinter, könnte man sagen. Und nach wie vor könnte das Ganze so aussehen wie im Jahr 2008. Da hatten wir ähnliche Szenarien. Da haben wir auch deutliche Erholungen gesehen. Wird es wie 2008? Fragezeichen. Manche sehen hier Schlimmes auf uns zukommen. Hier sagt man, wir werden eine 20% Near-Term Downside sehen, also dass die Aktien 20-30% fallen, und man verweist auf eine sich bald rapide abschwächende Wirtschaft, etwa durch Frühindikatoren im ISM, in diesem Einkaufsmanager-Index. Wenn man hier mal sich neue Orders anguckt in Relation zu den Inventories, also Lagerhaltung zu neuen Orders. Andere sagen, naja, aber der Pain Trade, also das, was wirklich wehtut, wäre, wenn es weiter nach oben geht, weil vor allem diese Hedgefonds eben unterpositioniert sind nach wie vor, weil sie in jede Rallye reinverkaufen. Also es ist tricky, saisonal sehr günstig. Auf der anderen Seite eben auch deutliche Gefahrenmomente, unter anderem durch den Ukraine-Krieg. Hier diese Kriegsverbrechen, die offenkundig in der Nähe bei Butscha, in der Nähe von Kiew begangen wurden. Das könnte dieser ganzen Diskussion eine neue Dimension geben. Jetzt werden die Putinistas sagen, das war doch die Ukrainer selber, gell? Klar, ne? Also die haben auch wahrscheinlich sich selbst überfallen, da mit der Invasion, ne? Also eigentlich sind es ja ukrainische Truppen, die da in der Ukraine stehen, die haben nur russisches Aussehen und irgendwie schauen aus wie russisches Militär, aber ist ja natürlich gar nicht, gell? Also Leute, auf dem Teppich bleiben, das ist kaum zu leugnen, auch durch Drohnenbilder, durch Zeugen etc., das ist belegt. Jetzt gibt es Meldungen von US-Offiziellen, die sagen, naja, Putin will bis zum 9. Mai jetzt hier einen Sieg erklären. Am 9. Mai sind ja die Feierlichkeiten
des Sieges über Nazi-Deutschland, immer ein sehr wichtiger Tag in Russland. Dementsprechend wird Putin, glaube ich, schon für diesen Tag irgendetwas präsentieren wollen und müssen. Insgesamt, so sagt ein ehemaliger deutscher General, ist es unglaublich, wie schlecht hier die russische Armee performt. Es ist ja so, man ist ja auf Kiew zugelaufen von vier Seiten, hat aber offenkundig zu wenig Nachschub gehabt, hat zu wenig Versorgung gehabt, weil man gedacht hat, die ganze Geschichte geht super schnell. Dass man sich jetzt von Kiew zurückzieht, ist ja doch durchaus ein Beleg, dass dieser Krieg nicht optimal läuft, zumal praktisch keine ukrainische Großstadt bisher in der Hand der Russen ist. Das ist leider ein Fakt, oder was heißt leider, das ist ein Fakt, den, glaube ich, selbst die größten Putinistas nicht leugnen können. Gleichwohl steigt der Rückhalt für Putin und seinen Krieg in der Ukraine, weil die Russen dieses Narrativ glauben, ja, wir müssen ja Russen hier schützen oder Russophile schützen. Vor allem ist es eben so, dass diese Sanktionen des Westens natürlich das Gefühl bei den Russen hervorheben, dass sie alle in einem Boot sitzen, weil sie alle davon betroffen sind. Und wir sehen jetzt auch hier erste Bewegungen der Russlanddeutschen. Das sind ja immerhin 2,5 Millionen Leute etwa, die jetzt am Wochenende in Berlin demonstriert haben und praktisch hier das Z-Symbol gezeigt haben, also pro-russische Symbole hier gezeigt haben. Einige davon sind jüdisch. Ich glaube, dass die nicht so super begeistert sind von dem, was in der Ukraine passiert. Aber es gibt da vielleicht eben auch ein paar Nationalisten, die das alles ganz toll finden. Kommen wir zu China. Hier sehen wir jetzt mal ein Bild der Straßensituation in Shanghai. Hier diese Kleinstadt mit ein paar Dorfalleen, wie wir hier sehen. Die sind leer, komplett leer. Shanghai im Lockdown. Das sind etwa 26 Millionen Einwohner. Jetzt haben wir einen neuen Höchstwert heute mit 13.000 neuen Fällen in China. Dort ja Feiertag, auch morgen noch Feiertag, deswegen die Börsen geschlossen. Und hier mit Evergrande gibt es auch neue Nachrichten. Wir sehen zwar, dass Immobilienaktien jetzt in China deutlich gestiegen sind, weil immer mehr Provinzen jetzt versuchen, bestimmte Beschränkungen beim Immobilienkauf zu lockern. Das ist der Versuch, diese praktisch schon geplatzte Blase noch irgendwie am Leben zu halten. Jetzt wurden 39 Gebäude von Evergrande beschlagnahmt. Das zeigt, wie die Dimension derzeit jetzt steht. Aber wie steht es dann bei uns? Es gab am Wochenende Meldungen, kurzfristig Gazprom hätte die Lieferungen in Richtung Deutschland eingestellt. Das war kurz der Fall, aber dann ging die ganze Geschichte weiter. Hier seht man mal, welche Länder besonders betroffen sind eben von diesen Gasimporten. Da sehen wir die dunkelgrünen wie Deutschland und Italien sind sehr stark betroffen. Mario Draghi hat gesagt, wir brauchen jetzt dieses Energieembargo, wir finanzieren den Krieg Putins. Auch der Druck hier in Deutschland wird immer größer. Gestern etwa Anne Will, wo vehement einige fordern, wir müssen jetzt dieses Energieembargo machen, weil wir werden das schon schaffen. Ich glaube, dieses Energieembargo würde dazu führen, dass wir massenweise Pleiten von Firmen und Massenarbeitslosigkeit erleben. Das ist den Leuten vielleicht nicht ganz klar. Man kann das wollen, aber dann muss man sich der Konsequenzen eben auch klar sein. Hier sehen wir, wie stark in den letzten Jahren, vor allem ab 2014, die Abhängigkeit von russischem Gas in Europa, aber vor allem in Deutschland gestiegen ist. Da wurden sehr, sehr viele Fehler gemacht in dieser Hinsicht in den letzten Jahren. Wenn wir jetzt ein Energieembargo hätten, wir haben jetzt, sagen wir mal, Rechnungen, Stromrechnungen von 1600 Euro im Jahr, kommt darauf an, wie groß der Haushalt ist, und das Ganze steigt auf locker 4000 Euro pro Jahr, dann wäre das vielleicht nur das geringste Problem mit diesem Energieembargo. Es wäre das Sterben von Firmen, vor allem mit der entsprechenden Arbeitslosigkeit, die dann daraus entsteht, weil man es kurzfristig schlichtweg nicht kompensieren kann. Ich sage nicht, dass man es nicht tun soll, aber man muss dann drüber sprechen, was die Folgen sind. In Frankreich sehen wir schon mal, und die sind ja deutlich besser aufgestellt, weil sie noch Atomkraftwerke haben. Über Atomkraft kann man sehr kontrovers diskutieren mit dem Endlagerproblem. Da bin ich absolut dabei zu sagen, das ist natürlich eine problematische Technologie. Aber jetzt geht es um die Wurst und jetzt muss man, glaube ich, gucken, dass man irgendwie die Dinge noch auf die Reihe kriegt. In Frankreich haben jetzt die Stromanbieter, die Stromproduzenten, die Leute gebeten, bitte macht zum Beispiel eure Spülmaschinen am Wochenende an, besser als am Montag.
Denn am Montag haben wir vielleicht Lieferschwierigkeiten wegen der stärkeren Nachfrage nach Elektrizität, weil dann eben viele Firmen wieder produzieren, die einen starken Energieverbrauch haben, und weil das Wetter kalt ist und weil eben wenig Nuklearstrom produziert wird. Der Kreml hat jetzt am Wochenende gesagt, wir werden das erodierende Vertrauen in den Dollar und den Euro weiter fördern. Also man will jetzt hier einen Währungskrieg führen, in dem auch andere Sachen als Gas nur noch in Rubel bezahlt werden. Also wir sehen, wir sind mittendrin im Wirtschaftskrieg, und dann haben wir hier eine EZB und eine Isabella Schnabelina, die sagt, Monetary Policy Normalization remains appropriate as inflation is likely to be more persistent. Echt? Also man müsste jetzt die Geldpolitik so langsam straffen, da die Inflation dauerhafter ist? Inflation? Dauerhaft? Hä? Nein, Isabella, das hast du missverstanden. Diese Inflation ist nicht dauerhaft. Und dann gibt es natürlich auch Fake News. Sie haben es ja bestimmt überall gelesen. Also Aldi würde die Preise jetzt 20-50% anheben. Das ist nicht ganz sauber argumentiert gewesen, denn Aldi hat wie andere Supermärkte auch 20-50% höhere Einkaufskosten. Ob sie die weitergeben und in welchem Umfang, ist noch nicht ganz so klar. Aber das muss vielleicht mal richtig gestellt werden. Wenn wir uns mal ein Pausenbrot anschauen, meine Damen und Herren, dann sehen wir, dass das eine minimale Inflation ist. Gestern hat jemand im Fernsehen gesagt, wir haben eine Hyperinflation. Ich glaube, es war Robin Alexander, der stellvertretende Chefredakteur der Welt. Na, das ist keine, also 30% für eine Gurke ist keine Hyperinflation. Ja? Das ist ja nach wie vor eine Gurke. Ne? Das ist doch keine Hyperinflation, das ist eine Gurke. Nein. Also Frau Schnabelina, die will jetzt also so langsam die Geldpolitik normalisieren, die EZB völlig hinter der Kurve, auch die EZB muss agieren. Auch die EZB wird dann ihre Bilanzsumme reduzieren müssen, diese Wahl zwischen Pest und Cholera. Die Fed wird den Weg weisen, man wird einen Mittelweg gehen, die Zinsen auf 2,5-3% anheben, gleichzeitig die Wirtschaft in eine Rezession bringen, die so oder so kommt aufgrund der hohen Inflation, und dann wird die Fed die Bilanzsumme reduzieren. Und warum die EZB da hinter der Kurve ist und vorläufig bleibt, das sehen Sie in einem hervorragenden Artikel meines Kollegen Hannes Zipfel, Eurokrise und hilflose EZB. Sehen wir jetzt die finale Eskalation durch den Ukraine-Krieg. Das ist ein Artikel, der es in sich hat. Den werde ich unter dem Video verlinken und wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diese Woche. Servus und ciao.